Ich kenne so viele Podcasts, wo die Leute einfach miteinander sprechen. Und das ist hier ein einziger Unfall. Nee, deshalb habe ich vorher gefragt, weil ich halt... Lass gerne machen, ich bin da offen für offene Kritik. Wenn du offen für Gewalt bist, bin ich offen. Mach's auf T-Shirt, Alter, das ist gut. Wenn du... hey, das ist nicht schlecht. Hast du das zu mir? Ja, das ist ein guter Spruch, glaube ich mir. Robin, der Gag, den ich gestern gemacht habe, klaust du den auch? Ich habe schon vergessen, was es war. Habe ich schon 5-mal geklaut. Okay. Sind wir jetzt schon live? Hallo? Ist der Scheiß an? Ja. Warte, ist der Scheiß an? Hier ist die Gagschmiede vom Brennpunkt. Oh, ich habe doch das auf 100% gestellt. Du kannst doch da nicht gegenklopfen. Habe ich das nicht. Das klingt ja fürchterlich dann. Hallo. Ich mache dann Ohrenkrebs für alle, die zuhören. Hallo, ein saftiges Aloha von der vom Sofa. Wir sind Tinko, Hinko, Jinko und Rinko. Ich wollte wissen, die letzte Generation fordert ihr auch ein Geschwindigkeitslimit auf Datenautobahnen? Mhm. Ja, natürlich. Also 130 Megabits, alles andere ist festkleben. Oder auch Loopings einbauen. Megahertz bringen mega Schmerz, habe ich gehört. Auch das. Na? Und damit sind wir schon richtig in den Themen drin. Ich sehe hier so einen schwitzigen, rauchigen, verrußten Mann mit frisch gelutschten Pimmel. Was ist denn da passiert? Und jetzt glaubst du meine Gags von letzter Woche, oder was? Hast du gesagt? Der schwitzige, verrauchte Mann, den habe ich in aller Ausführlichkeit. Ja, aber ich habe jetzt den frisch gelutschten Pimmel hinzugefügt. Ja, nächste Folge machen wir was anderes noch hinten dran. Es wird so, ich packe meinen gelutschten Pimmel. Jede Woche kommt ein neuer Vorwurf voll. Ja. Wir machen jetzt genau, wir packen unsere Anklage gegen Till. Du wolltest doch sagen, Till Lindemann will Pillemann oder irgend sowas. Ich weiß nicht, da liegt irgendwo ein Wortspiel, aber ich habe noch nicht gefunden. Oh, Tino macht das. Der geht da ja auch noch auf Konzerte, der Assi. Ich? Nicht Rammstein. Oh, scheiße, Alter. Also ich wollte ja eigentlich, aber ich bin ganz froh, keine Karten bekommen zu haben. Nee, wir müssen aufpassen, weil Marlene, die ist ja nicht nur im Podcast, die hört ja auch manchmal zu und die hat nämlich gerade dieses Dilemma, dass sie, bevor dieses alles rauskam, für irgendwie was kosten, also über 100 Euro, so ein Ticket gekauft hat. Ich weiß nicht, wie sie sich letztendlich entschieden hat. Ich glaube, das ist heute oder morgen irgendwie. Kann man auch verkaufen, die Karten? Ja. Die Frage ist, wenn man nicht hingeht, wie sehr schadet man denen, weil das Geld haben sie schon bekommen. Mach erstmal den Duolingo hier im Podcast. Es geht bergab. Robin, vor 2 Wochen. No. Warum gehen unsere Aufrufe runter? I am not a student. Was lernst du gerade? Japanisch? Ja. Es gibt im Übrigen auch Bubble und Google Translate. Mal. Die sind nicht öffentlich-rechtlich, die bedürfen, glaube ich. Jetzt habe ich ganz kurz überlegt, ob ich gerade Jessys Arm hier oder deinen. Ja, wir sind eine einzige schwierig. Kuschellandschaft, da kann man nicht genau... Das ist ganz unangenehm hier schon wieder. Ja, um euch mal abzuholen, liebe Zuhörerschaft, kann man das sagen? Nee, scheiße. ZuhörerInnen. Da steht Schaft drin, Schaft ist männlich. ZuhörerInnen, Gebärmutterkanal. Ja, perfekt. Dieses Wort Couchlandschaft, das finde ich ja total ulkig. Mhm. Ja, war alles. Ich finde auch Land schwierig, weil es das auf Mann reimt. Was reimt sich auf Land? Landschaft. Land trennt sich auf Mann, geht nicht. Das stimmt doch gar nicht. Das ist ein sehr unreiner Reim, den du gehst jetzt bitte. Land, Mann, Bann. Holocaust. Oh, es tut mir leid. Holocaust ist keine Punchline. Nicht mehr. War mal eine. Es war schon eine heftige Punchline. Jedenfalls Rammstein. Nicht darum, Punchline, Rammstein. Wow. Rammstein, Rammstein, ich finde das gut. So, also an alle Rapper, ne? Das kostet. Nee, es geht ja nicht darum, dass du den Geld gibst. Noch kurz warten. Können wir noch von vorne aufnehmen? Ich muss meine Lektion beenden. Können wir bitte noch mal von vorne? Das ist wie damals Quizduell, als wir filmen wollten. Ja, stimmt. Das war eine gute Zeit, Alter. Ah, ich nehme meine wertvolle Zeit, ja. Robin, kommst du filmen? So, und dann alle 5 Minuten, eine halbe Stunde erst mal Quizduell. Da geht es ja auch um Zeit beim Quizduell. Ja, wenn du nicht rechtzeitig antwortest, dann musst du halt hier die Lektion beenden. Ja, können wir bitte einfach nochmal von vorne machen? Nein. Ein saftiges Aloha von der Datengebärmutterkanal. Landstreicher heißen die. Der sieht aus, dieser Rammstein-Mann sieht aus wie ein Landstreicher. Ich wollte noch ganz kurz sagen, dass es ja nicht darum geht, dass sie Geld verdienen, sondern dass du auch irgendwie moralisch irgendwie keinen Bock hast, vielleicht jemanden zu feiern, der sowas gemacht haben könnte. Na, aber wir haben doch letzte Woche gesagt, wir machen Gegenbewegung. Wir machen hier eine Bumsmosh-Pit. Damit also wenn ihr Rammstein-Karten habt, irgendwie 4 Stück oder 5 Stück für uns habt, dann könnt ihr uns zuschicken, dann gehen wir vor euch dahin und machen den Mosh-Pit zu einem Orgien-Pit. Loch. Row 23 ist das die neue Kontroverse. Was dann, ich dann so sagen drauf, wollte. Wo es drauf steht, we don't fuck Lindemann. Mhm. Ja. So. Na, stell dir das mal vor, der muss jetzt richtig sauer sein, weil jetzt hatte ich gerade so ein Flashback mit sauber sein. Egal.
Das machen wir nach dem Podcast. Das gehört hier jetzt gerade nicht hin. Die hatten wohl vor ein paar Tagen das erste Deutschlandkonzert nach dem Skandal. Und dann da hat Lindemann wohl sich zum ersten Mal so ein bisschen geäußert und sagte, der Sturm, wir hatten ja Glück, dass der Sturm gerade vorübergezogen ist, weil gerade ein Gewitter wohl war. Mhm. Auch andere Stürme werden uns vorbeiziehen. So dachte er, das wäre jetzt gerade nur ein Gewittersturm und bald geht alles wieder gut, Sonnenschein und wir werden wieder im guten Licht dastehen. Sehe ich nicht kommen, aber schon ist er noch optimistisch. Mal unironisch, wie wahrscheinlich haltet ihr es, dass diese mehr oder weniger übereinstimmenden Berichte vielleicht doch irgendwie koordinierte Shit-Angriff sind? Koordiniert halte ich für sehr unwahrscheinlich. Aber das ist total unwahrscheinlich. Ich kann mir schon vorstellen, dass der eine oder andere nicht ganz so wahr ist oder halt, ne, so. Mag sein. Ich will jetzt nicht dieses Trittbrettfahrer- und Fame-Argument bringen, weil da irgendwie von Rammstein-Fans aufs Maul zu kriegen, ist jetzt auch nicht so geil, glaube ich. Aber ich glaube, ich habe auch richtig Kopfgeld, ne, gegen diese Shelby. Irgendwie zahlt der Person 20.000 oder 200.000 Dollar, die Shelby umbringen und so. Von irgendwelchen Rammstein-Fans sein. Ey, lass machen. Das sind 1000 Brennpunkte Hörerwunsch. Stimmt. Also, ja. Lohnt sich auf jeden Fall. Und es gab noch den wir sind schon mitten im Rammstein. Apropos, Greywolf, dein Hörerwunsch kommt. Mein Vater hat heute Geburtstag, aber der kommt. Wir kriegen das alles hin. Und es sollte noch eine Fanaktion geben, weil Rammstein nach jedem Konzert auf die Knie gehen quasi und sich bedanken beim Publikum. Sonst gehen nur die Fans auf die Knie. Genau, gab es halt die Aktion, die geplante Aktion, dass die Fans auch auf die Knie gehen, um so Solidarität zu zeigen für die Band. Aber an dem Tag haben Rammstein wohl gesagt, dass sie das nicht wollen und haben halt diesen Kniefall nicht gemacht. Genau, an diesem Tag, damit die Fans nicht diesen Kniefall machen. Also sie haben sich distanziert von dieser Fanaktion. Ich dachte, dass sie auf die Knie gehen und dann halt so unsichtbare Dicks hacken. Auch okay. Stimmt. Wir müssen aber aufpassen, was wir sagen. Der Rammstein ging gerade juristisch vor gegen Medien, die wohl die Unschuldsvermutung nicht weit genug ausdehnen. Wir sind Satire, wir dürfen alles sagen. Ach so. Wir wissen ja auch, dass hier dieser Till, dass der kleine Eichhörnchenbabys unter die Stiele von Besen drunter legt, damit die sich quälen. Echt? Das ist ja, das habe ich kürzlich gesehen, ganz witzig, so ein Video, wo so ein Eichhörnchen so tut, als quält sich, um Aufmerksamkeit zu bekommen. Ja. Und das war dann Till Lindemann, der dann gelacht hat. Nein, es ist halt wirklich so ein kleines virales Video gewesen diese Woche. Das habe ich ja auch das vor ein paar Minuten gezeigt und es ist wunderschön. Es ist einfach nur ein Eichhörnchen, was sich so mit Absicht so Vorwärtsrolle unter den Besenstiel legt und dann so die Gliedmaßen von sich streckt und dann so tut, als wäre es verletzt. Drama Queen. Das ist unsere virale Sandy aus Texas. Ja. Aber red ruhig über diesen Vergewaltiger da. Es gab doch einen mittelmäßigen Witz von jemandem, der meinte, wie sie Till wohl vor Gericht verantworten wird. Ich meinte nicht Till. Ich meinte hier Ed Gein, wie der heißt. Dieser mit den, der irgendwie seine gleichen Gesichter, egal. Dann red du über den unschuldigen Mann Till Lindemann. Mach ich jetzt auch. Also einen vermutlich unschuldigen, das darf man ja wohl sagen, Unschuldsvermutung gilt. Aber auch nur eine Vermutung. Und zwar, wie Till Lindemann sich vor Gericht beantworten wird, er wird wohl sagen, ich war's nicht. Mhm. Das fand ich so mittelmäßig witzig, aber auch nicht total unwitzig. Ich glaube, diesen Witz muss man ausarbeiten. Da, wenn da noch ein bisschen mehr kommen würde, würde es wahrscheinlich witzig werden. Vielleicht. Ne? Mhm. Waren sie es? Nein. Ja, nein. Keine Ahnung. Irgendwie so eine Art. Das sind jetzt wieder so Gags, die versteht man nicht, wenn man am Stein hört. Wahrscheinlich. Ne? Ja, mein Song, der heißt Du hast. Hört mal rein. Ja, das, den kenne ich. Ja. Hört mal rein, kauft dir, lad ich den mal bei iTunes runter. Oder bei Napster oder so. Haust du den in die Playlist diese Woche? Oder? Wär mal was. Rammstein, ja. Die haben andere Songs, die da gut reinpassen würden zum Thema. Mhm. Bestrafe mich oder ich steig dir nach, tu ich so gut und sowas. Schwierig. Ja, und noch was noch dazu gehört ist, nämlich, dass Medien der Band vorwerfen, dass die Band wohl die Medien einschüchtern wollen, weil sie jetzt gerade aktiv dagegen vorgehen, gegen Berichte. Ich fühle mich auch eingeschüchtert. Gegeben, es wäre, also man muss jetzt, wie gesagt, die Beweislage ist erdrückend und man soll die Opfer jetzt nicht irgendwie sagen, ihr lügt so. Aber aktuell muss man beide Seiten betrachten. Ja. Wenn jetzt jemand kommen würde und sagen würde, ey, ihr habt irgendwie Vergewaltigung gemacht, da würdet ihr natürlich recht dagegen vorgehen. Ja. Ne, insofern finde ich das eine nachvollziehbare Reaktion. Also ich als sogenannter Wokey muss schon sagen, ich stehe mal tendenziell eher zu den Betroffenen. Ja. Aber ich kann es verstehen, wenn Menschen auch sagen, ja, Unschuldsvermutungen abwarten, kann ich auch irgendwie verstehen. Aber ich will aber vor allem den Betroffenen zeigen, ey, es gibt Menschen, die glauben dir, die hören dir erstmal zu. Mhm. Und soll aber rauskommen, dass es dann doch falsch ist, dann bin ich noch mehr enttäuscht. Ja, wie ist denn das mit dem Video von Rezo? Weil der am Ende sagt, also der stellt das auch nicht im Konjunktiv dahin, sondern er sagt, dass der Till möchte diese Situation, der will, dass die nicht... Nee, ich glaube, er verwendet tatsächlich einmal den Konjunktiv, wenn das stimmen soll. Ich glaube, ganz am Ende sagt er einmal wirklich sollte. Hm, okay. Aber kurz zu dem Rezo, ich hoffe, das haben jetzt alle gesehen. Noch nicht, aber ist egal. Das Rezo habe ich gesehen. Also er ortet die Vorwürfe ein. Nachdem ich das eine WhatsApp gelesen habe.
Und er sagt, selbst wenn die Betroffenen nicht von Vergewaltigung sprechen, ist das diese Praktik, wenn sie denn angewendet wird, de facto Vergewaltigung, weil man sich ja faktisch kein Consent einholt, wenn man sagt, ihr seid in einem Raum, wo ihr euch nicht wohlfühlt, wo ihr euch nicht auskennt, ihr kommt da nicht raus, ihr seid möglicherweise ein Drogen, blablabla, erzählt da so ein paar Punkte auf. Wenn das alles stimmt, dann ist das de facto Vergewaltigung am laufenden Band. Mhm. Aber und systematisch auch vor allem. Ja, genau. Mhm. Im Kontext mit diesen Vorwürfen natürlich, also das klingt schon sehr danach, dass das auch wirklich, aber ich glaube, formuliert es doch so, dass es in Ordnung ist. Tut mir schon wieder sehr leid. Was? Ich kann das nicht sagen, ich sage es ganz leise, weil er systematisch gesagt hat, habe ich direkt das Wort Vergewaltigungskost im Kopf. Es tut mir leid, red einfach weiter. Du musst nächstes Mal so eine Tablette nehmen vom Brennpunkt, dass das unterdrückt. Ja. Ja. Und ihr müsst aber auch so sagen... So eine K.O.-Tablette. Ja. An der Stelle Grüße an Jonas, der hört ja auch zu. Und früher hat er so... immer abwechselnd einen ziemlich lustigen Witz gemacht, einen fürchterlichen Witz. Mhm. Und da habe ich gesagt, Jonas, klemm dir jeden zweiten. Und seitdem er das macht, ist er nur noch witzig. Mhm. Hätte auch nach hinten losgehen können. Noch die ja, das wäre dumm geworden, aber schade gewesen. Aber das ging gut. Aber auch für uns wird es schmerzhaft, wir als Ärztefans. Und auch die waren gestern nämlich im Kreuzfeuer der Kritik. Denn die Ärzte sind gerade auf Tour und... Was sind die? Auf Festivaltour irgendwie. Ach so. Schon auf Festivals. Und sollen wohl... haben auch Witze gemacht über K.O.-Tropfen, über die Opfer und so weiter. Da haben auch viele gesagt, jetzt... Oh, wie unsensibel. Das ist genauso schlimm, wie den Leuten K.O.-Tropfen geben. Nee, sie haben wohl auch Rock-Rendezvous umgeschrieben, von wegen irgendwie, ja, ich nehme dich mit Backstage und so und flößte Tropfen ein. Fanden viele Fans nicht gut. Ich muss sagen, ich finde die Witze jetzt auch nicht super lustig, aber ich würde das aber auch nicht sagen, dass die jetzt irgendwie deswegen übelst schlimm wären. Alle machen Witze. Bei den Ärzten ist das doppelt so schlimm wie bei Jonas. Die machen halt doppelt so viele Witze wie Jonas damals. Mhm. Auch doppelt so viele schlechte Witze. Naja, aber das ist doch legitim. Ja. Dafür sind ja auch doppelt so viele gute dabei dann. Aber was ich mich gefragt habe, was wäre, wenn jetzt wirklich rauskommt, dass vielleicht Bela auch so eine Raw hat und sowas gemacht hat, wie fürchterlich das wäre. Man muss sich mal in so einen Rammstein-Fan reinversetzen. I am one, ja. Ich bin ja Rammstein-Fan und ich finde es echt scheiße. Ich hab auch kurz gebraucht, so ein, zwei Tage, um echt zu realisieren, Lindemann könnte ein Ferkel sein. Ja. Und ich sollte Abstand halten, es erstmal zu hören die nächste Zeit. Weil ehrlich gesagt, die Ärzte haben ja auch mal Sachen geschrieben, so, na gut, aber geschrieben, vergewaltigt. Halt. Nee, ich meine nur, Lindemann hat ja auch so, ich vergewaltige dich Texte, haben ich die Ärzte vielleicht nicht. Aber die Frage, wir würden denen das ja niemals zutrauen, weil die ja wirklich einen ordentlichen Eindruck machen. Aber der Eindruck kann auch trügen. Was wäre wenn, Alter? Das wäre total unvorstellbar irgendwie. Ja, also das Rammstein-Image ist schon nochmal was anderes. So, also ja, aber was hat das zu bedeuten, ne? Ja, Kunst und Künstler trennen, bla bla, aber also bei einem Marilyn Manson vermutet man sowas auch eher als bei Atemlos durch die Nacht. Helene Fischer. Genau. Wie auch immer die Alte heißt. Also es geht nur ums Vermuten, also nicht, natürlich hat das nichts miteinander zu tun. Post Malone zum Beispiel ist ja auch so ein Typ, wo alle immer sagen, oh, der sieht aus wie ein Gangster um die Ecke, aber das ist der liebste und beste Mensch so. Aber ich finde das einen guten Punkt mit der Helene, weil man sagt ja immer, die privilegierten Männer, Vergewaltigung, ihr könnt das gar nicht vorstellen. Stell dir mal vor, man wacht Backstage bei Helene Fischer auf, blaue Flecken. Stimmt. Alter, jetzt kann ich mir endlich mal vorstellen, wie das ist, Alter. Das wäre die absolute Katastrophe. Ja. Wieso? Helene, findest du die nicht? Siehst du, da haben wir genau jetzt... Ich hätte nicht gedacht, dass Tino das reinbringt, dieses Männer wollen vergewaltigt. Nein, aber dieses, ne? Das ist ja ganz oft so dieses, oh, hier, ich habe eine sexy Lehrerin, oh, wenn... Von der würde ich mich gerne mal... Und wenn es aber andersrum wäre, ne? Ja. Irgendein Lehrer, der eine Minderjährige irgendwie... Es ist beides gleich schlimm. Also da muss man gar nicht groß diskutieren. Also es ist ja egal, wer das gemacht hat, so. Ich fand es halt lächerlich, dass man von dieser ersten Zeugin, von dieser Shelby, dass man ihr die Glaubwürdigkeit abgesprochen hat, weil sie halt irgendwie... bunte Haare hat und TikTok-Videos macht, die weird sind. Ja, das ist dumm. Ja, die will das faktisch. Aber auch bei Lindemann. Oh Gott. Ja, genau, aber auch bei Lindemann, ja, mit seinen Texten, klar sind die irgendwie vielleicht in vielen Punkten problematisch, aber nicht automatisch sprechen nicht automatisch dafür, dass er auch ein Täter ist, ne? Also, klar, man kann Kunst und Künstler trennen, muss man aber auch nicht. Also manchmal kommt ja auch durchaus doch schon im Vorschein, dass ein Künstler, eine Künstlerin auch ihre Fantasien in den Texten auslebt. Das kommt ja auch mal vor. Wie ja, aber Fantasien sind ja auch erstmal nichts Schlimmes. Nee, aber Schrei nach Liebe ist jetzt auch nicht nur ein lyrisches Ich, sondern ist ja auch irgendwie ein ernst gemeintes Arschloch gewesen an die Nazis von die Ärzte. Meinst so, als Beispiel. Das ist ein lyrisches Du. Ich glaube, ja, ich glaub, der Farin, der trägt privat Hakenkreuzbinde. Wahrscheinlich, ja. Ziemlich, ich sag nur, also man kann es trennen, muss es aber auch nicht. Manchmal stimmt es schon ein bisschen überein. Es gibt auch viele, die sagen, ich schreibe nur Songs aus meiner Seele und aus meinem Privatleben und so. Gibt es ja eben auch. Naja, du gehst also jetzt nicht auf Konzert.
Von Rammstein, nee. Wir hatten's, und du würdest auch nicht gehen, wenn du jetzt schon eine Karte bezahlt hättest? Aktuell nicht, nein, aktuell nicht. Okay. Ich würde es verkaufen tatsächlich, ich würde mich nicht wohlfühlen. Ich würde jetzt jemanden schenken, der sagt, okay, ich kann das trennen, ich bleibe Fan von denen, gönne ich der Person, aber ich kann es nicht. Also ich sag mal so, ich habe zu Marlene gesagt, wenn sie die quasi stornieren könnte, würde ich das machen. Aber da sie das Geld schon bezahlt hat, es gibt ja keinen zusätzlichen Support jetzt, weißt du? Mhm. Klar kann sie sich das Geld wiederholen und so, von, wenn sie es weiter, also weiterverkauft. Ich kann auch sagen, so, mal so ganz fern, ich hatte auch gerade ein Projekt gehabt, was mit Rammstein zu tun gehabt hätte, was ich jetzt nicht mache, aufgrund dessen, was nicht heißt, dass ich es niemals durchziehen werde, aber aktuell fühlt es sich nicht richtig an und sollte rauskommen, ja, mit der geringen Wahrscheinlichkeit, dass das alles nur Humbug ist, mache ich es vielleicht, aber aktuell sage ich mir, nee, also auch mich hat es betroffen und es gibt auch viele andere Konzerte und Events, die Rammstein bezogen waren, die jetzt abgesagt worden sind. Das ist halt keine leichte Entscheidung für Fans. Mhm. Was machen jetzt die Kirmse-Bands, die immer so zwei Rammstein-Lieder spielen? Zwei Onkel-Songs mehr. Geil. Ja, auf jeden Fall. Die Onkels haben noch keinen Vergewaltigungsskandal gehabt. Naja, Warteskandale mit Hakenkreuzmützen und so im Auto. Ja, ja, ja. Aber das ist ja erstmal Kunst vom Künstler drin. Genau, ja. Die Mütze ist die Kunst, ist Kunst darunter genau. Ist der Künstler. Und zwar auch in Aktionskunst, diese Fahrerflucht zu betreiben von. Ja, du willst das jetzt auch ewig hier nachhalten. Ja, ne? Ja, wie auch ja, der Tino scheißt in Hosen, weil der früher mal eine Windel gemacht hat. Ist ja. Echt so, ey. Ja. Ja, ist so. Man muss sich ja auch mal rehabilitieren können. Außerdem hat er eine engelsgleiche Stimme. Wer jetzt, Till? Ja. Nee. Ja, das war jetzt mein Rammstein. Ich habe jetzt nicht mehr zu sagen, außer dass ich sie gerade nicht höre und. Ganz verrückt, ich höre die gerade auch nicht. Krass. Du bist richtig solidarisch. Ja, die Opfer sind mir einfach nicht aus dem Sinn. Rammstein geht in die Offensive übrigens. Hat man ja Solmecke geguckt. Ne? Man könnte fast sagen in die Defensive. Nee, in die Offensive, weil sie jetzt ja hier alle Leute hier. Ach so. Und so. Ist quasi das Rammstein, was ich gerade höre? Zum Glück isoliert das Mikrofon nach hinten gut. Quasi die Gegenoffensive. Na, hoffentlich Kinder keine Leo 2 bei kaputt. Was, Leo? Okay, schade. Ach so. Oh, ich bin einfach in diesem Panzer-Game nicht so drin. Erzähl's. Los, was ist diese Woche passiert? Nee, ich habe nur gerade Militär Heinrich gehört und der meinte, es sind schon die ersten Leo 2s kaputt gegangen. Mhm. Alles schade. Im Krieg jetzt, oder wie? Ja, soll Krieg geben. Müssen wir schnell Leo 3 machen. Ja, wir müssen den neuen Leo 3 rausfinden, rausbringen, da kann sich der Pudding mal schön warm anziehen. Ja. Gibt's gerade Menschen, die sowas sagen wie, jetzt sind die Panzer kaputt, hätten wir sie auch nicht liefern müssen, wenn sie kaputt gehen. Nee. Stimmt. Was ist das mit den Waffen? Nein. Es gibt, ich habe auch einen Beitrag gesehen, es gibt so ganz so eine Fabrik oder so eine Firma, die nur aufblasbare Panzer herstellt. Habe ich das schon mal erzählt? Nee. Einfach als Attrappen, weil wenn du einen aufblasbaren Panzer irgendwo hinstellst, russische Artillerie denkt, kommen wir mal kaputt, zack, Munition wieder verbraucht vom Gegner. Das easy. Ist 5D-Schach, doch. Ja, hätten wir mal mit dem ja aufblasbare Leo 2s geschickt? Dann wie wäre es, wenn wir in Zukunft bei Rammstein aufblasbare Puppen in die Row Zero stellen? Merken die nicht. Aber auch die hat übrigens gesagt, wenn ihr Bock habt, irgendwie mit jemandem zu schlafen, der sich nicht wehrt, dann könnt ihr auch mit einer Gummipuppe einfach schlafen. Ja. Fand ich gut. Ja. Oder mit eurer Ehefrau, weil dann ist es ja de facto keine Vergewaltigung. Laut CSU zumindest, ja. Laut Horst Seehofer. Okay, hier, Apolda. Was ist denn Apolda? Apolda, ich hätte gedacht, dass du da jetzt hier irgendwie... Ja, da hat ein Heim für Geflüchtete gebrannt und man weiß noch nicht so richtig warum. Also Stand, was den ich habe, war es noch nicht bekannt, ob es ein technischer Defekt war oder auch ein Anschlag. Ist ja auch immer so ein bisschen was mitspielt bei sowas, ne, weiß man bis heute nicht. Und es starb auch ein Kind, soweit ich weiß. Ja, ne? Ein 8-jähriges Kind und Apolda ist halt relevant, weil das hier nebenan ist bei uns und es war hier lokal ziemlich groß. Ist auch eine kleine Faschehochburg, muss man sagen. Deswegen kommt ja immer gleich dieser Verdacht, dass da vielleicht nicht ein technischer Defekt schuld war. Aber ich glaube auch, bis jetzt, zum Zeitpunkt der Aufnahmen, ist es noch nicht klar. Oder beziehungsweise ich habe davon gelesen, dass es wahrscheinlich ein Herd gewesen sein könnte. So, dass also ein Brandherd quasi, ja, der Hass der AfD. Ja, das stimmt. Ich habe mich dazu nicht viel belesen, nur gelesen. Hast du aber nicht aufgeschrieben? Nee, hab ich nicht aufgeschrieben. Wundert mich, Dino. Ich dachte, das war auch schon, weiß nicht, schon letzte Woche? Nee, das, okay. Ja, also die vergangene Woche war das. Ich dachte, die Woche davor. Aber es ist auch egal. Schön, dass du es aufgeschrieben hast. Ich habe es nicht aufgeschrieben. Ja. Ich habe es vergessen wahrscheinlich, oder nicht? Ähnlich wie dieses Flüchtlingsheim hat es in New York ausgesehen. Gott, Alter. Da waren nämlich ganz rotes Himmelswolken. Sah geil aus, aber es ist umwelttechnisch irgendwie eine scheiß Aussage. Ich möchte mich für diese Überleitung entschuldigen. Das war Aurora Borealis. Aurora Borealis? Mhm. In your kitchen. Was? Kennt wieder keiner. Nee. Ja, okay. Du bist intelligent für den Podcast. Das war eine Steamed Hams-Anspielung? Nein, keiner? Okay.
Ich kenne nur Steam zum Zocken. Da hat es auf jeden Fall gebrannt. In Kanada. Hast du ja dreimal David Hasselhoff und der Rauch. Die Ärzte. Die der Ärzte Rauch Schlagers, die ist nach New York gezogen. Ja. Und da war die ganze Golden Gate Bridge in Rauch eingehüllt. Oh, ja. Schön. So, den Gag hast du vorhin von mir schon gemacht. Den hast du jetzt richtig warm gehalten, damit du dir jetzt auch nochmal sagen kannst. Ohne Scheiß. Ich kenne so viele Podcasts, wo die Leute einfach miteinander sprechen. Und das ist hier ein einziger Unfall. Ein Hasszirkus. Ja, ein Hass. Ja, aber sonst nicht. Nur weil du hier bist. Ja. Warte mal, du hast diesen Witz, den du vorhin gemacht hast, den hab ich schon vergessen. Ah ja, genau. Ich bin offen für Kritik, wenn du offen für Gewalt bist. Genau. Das fand ich gut. Ja, den werde ich patentieren lassen und T-Shirts drucken lassen. Ja, Tino hat letzte Woche was ziemlich Dummes gesagt. Echt? Der meinte nämlich, dass wir kein Stromproblem haben in Deutschland, weil wir manchmal Strom verkaufen. Wie dumm ist der denn eigentlich? Weil wir einen Überschuss haben. Und ich dachte, wie kann es denn sein? Also, ich bin jetzt kein Energieexperte, ja, wie der AfD-Typ bei Markus Hanz letztens. Ich bin kein Energieexperte. Aha, aber benenne mich auch nicht so. Trotzdem dachte ich halt von meiner Logik her, ja, meiner Sexualpädagogik-Logik, dass wenn wir Strom exportieren können und wir auch Überschuss an Strom haben, dass wir halt kein Problem haben irgendwie mit Stromausfällen oder zumindest keinen Blackout bekommen werden. Das so, dachte ich. So, falsch. Nein. Weil wie stellst du dir das vor? Mit Fluktuation. Manchmal ist mehr Strom da, manchmal weniger. Ja, nacht ist weniger, weil dann die Sonne nicht scheint. Ne? Dann haben die Solarzellen wenig zu lachen. Ja, dann sollten wir aber nicht dem Strom die Schuld geben, sondern wir sollten der Sonne mal sagen, die sollte mehr scheinen. Stimmt, oder sie verklagen einfach, weil sie immer heißer wird. Lieber Überschuss als goldener Schuss, den sich viele in New York setzen, wo es diese Woche wie bereits erwähnt. Um nochmal auf das Stromthema zurückzukommen. Also, Till Lindemann, ja. Hat auch schon mal gespielt. Da war roter Himmel, hallo, das war eine Sensation. Es hat in Kanada gefeuert, aber in New York war roter Himmel. Und das ist dann so ein. Es gab halt ein so ein krasses Foto, weil Diablo ja auch irgendwie gerade rauskommt oder dabei ist oder Open Beta, ich komme da nicht hinterher, wahrscheinlich war Release diese Woche. Und da ist so ein großes Diablo-Poster, Welcome to Hell, und im Hintergrund ist halt ohne Filter ein komplett roter Himmel in New York. Und das ist halt krass, weil da sind vor 20 Jahren mal Flugzeuge geflogen. Das ist und gutes alles, Marketing. Was, ja, das stimmt. Gut vielleicht gemacht. Hat Blizzard mit Absicht in Kanada diese Wälder angezündet. Mhm. Ja. Das wäre gut. Also jetzt kommt wieder die Saison. Wir sagen, letztes Jahr hat alles gebrannt, dieses Jahr brennt wieder alles mehr. Climate Change is real. Das wären auf jeden Fall ein paar lustige Wochen, die auf uns zukommen. Mal sehen, welche Länder dieses Jahr alle abbrennen. Ich habe auch ein lustiges Hobby für mich entdeckt. Ich schaue mir jetzt mal so AfD-Auftritte bei Markus Lanz an und anderen Talkshows und mach mal so einen Live-Faktencheck. Was sie so sagen, nachgoogeln. Es ist krass, also es war eine gefühlte... Was man so für Hobbys haben kann. Ja, sonst, echt, es war so eine gefühlte 80% von den Sachen, die er gesagt hat, waren einfach falsch und gelogen. Der hat falsch zitiert, der hat ExpertInnen genannt, die gar keine ExpertInnen waren und hat einfach Fakes gedroppt. Ein Beispiel war, was übelst krass war, dass Markus Lanz, dass der AfD-Typ meinte, dass Frankreich auch gut mit Atomenergie halten würde und denen würde es gut gehen mit Atomenergie. Ja, das. Wo Lanz meinte, dass die Atomenergie in Frankreich voll defizitär ist, also sie machen übelst Verluste, der Staat muss das subventionieren ohne Ende, die machen damit nur Verluste damit und der AfD-Typ so, nein, falsch, stimmt nicht. Stopp gemacht, gegoogelt und es stimmt, was Lanz gesagt hat. Im Übrigen, Atomenergie lohnt sich nicht in Frankreich. Als Frankreich wegen letzten Sommer, wegen den ausgetrockneten Flüssen zu wenig Energie hat, haben wir welchen hinverkauft als Deutsche. Siehste? Ne? Aber dafür mussten dann, glaube ich, die Gaskraftwerke angeschmissen werden und das wurde dann so teuer. So, es gibt keine einfachen Wahrheiten, ne? Aber prinzipiell ist es halt so, dass dieser AfD-Typ echt von nichts eine Ahnung hatte und sollte Experten aufzählen, auf die er sich stützt, hat einen Namen genannt, da habe ich mal kurz recherchiert, der war Astrophysiker. Und den hat er quasi als Klimaexperten da aufgezählt. Astro, ja. Das Argument würde ich natürlich auch gerne einordnen. Wir haben ja auch einen Schriftsteller im Wirtschaftsministerium, der meines Erachtens, also der wird ja auch krasser kritisiert als nötig. Nee, aber Ministerinnen und Minister sind ja jetzt nicht die Experten selber, sondern die entscheiden ja auf Grundlage von den Experten, die sie in ihren Teams haben. Na, es sei denn, die kommen aus der CDU, CSU. Na, die beraten, lassen sich dann beraten. Aber ich werde schon wieder viel zu politisch, ich will mich hier gar nicht positionieren. Jedenfalls war das echt funny, ich kann echt den Auftritt empfehlen, ich weiß gar nicht, wie der hieß, vor 14 Tagen war das. Googelt das mal, ich weiß jetzt nicht, wie es hieß, aber... Vor 14 Tagen, Tino, ich habe es erst gestern gesehen. Ich habe es erst gestern gesehen. Mann. Was ich sagen was wollte. Was ich gestern gesehen habe, war der Brand in New York.
Ja. Der war nicht mal in New York, aber ganz kurz dazu. Trotzdem, ich habe ihn da gesehen in New York. Auf dem Handy. Ja, die sozialen Brandherde habe ich da eher gesehen. Aber da gab es noch ein virales Video zu, denn in Kanada sind... ein Eichhörnchen hat nämlich so getan. Südafrikanische Feuerwehrmänners sind in Kanada angekommen und die haben am Flughafen so ein... Was ich jetzt machen könnte, wäre rassistisch wahrscheinlich, aber so ein... So ein rituellen Tanzgesang gemacht im Flughafen. Und das ist ein sehr geiles Video. Warum? War jetzt auch meine Frage. Fliegt man denn in Kanada Leute ein, die literally auf der anderen Seite der Welt, Südafrika? Hilfe. Die sind von sich aus, die sind Kanada, die nicht eingeflogen, die haben von sich aus gesagt, wir gehen da jetzt helfen. Hunga, kaka, hunga. Hä? Ja, die sind da hin. Ruf mal schnell die 112 an und dann geht das nach fucking genug. Kanada ist ein riesengroßes Land, wo alle irgendwie ganz kondensiert wohnen. Und dann ja, die wohnen da fürchterlich kondensiert, aber es gibt doch sicherlich auch Feuerwehrmänner in der Nähe und nicht in Südafrika. Ja, die können doch von sich aus trotzdem sagen, ja, jetzt gehen wir da mal hin. Da brennt's. Das ist doch voll weit weg. Schicke Leute aus Afrika einfach zum Kanada. So, bevor ich jetzt weiter rassistische Tänze mache, spiele ich dieses Video einfach mal ab und dann hören wir uns selber an, was sie da sagen. Guck, so kommen die da an. Das ist halt Kultur, ne? Ja, aber ist doch geil, wie die sich anhypen. Das war ein Kultur. Wie wär's, wenn die mal... Singen die, wir gehen jetzt ins Feuer. Ja. Da, ich als pragmatischer Deutscher sag dann mal wieder, wie wär's, wenn die mal Feuer löschen, statt da rumzutanzen. Aber vielleicht war das auch so ein, das könnte wieder rassistisch sein, so ein Regentanz. Ja, das kann sein. Das dann, ich meine, das ist ja positiver so, Rassismus, weil die können halt Regen raufbeschwören. So. Ja, aber ist das nicht eher so in Nordamerika, die Tribes, ich weiß die es doch nicht. Regentanz ist doch nichts Afrikanisches, oder? Keine Fakten, bitte, keine Fakten jetzt hier. Ja, da muss Tino wieder Fakten checken, man muss er kurz Podcast pausieren und... Ja. Gucken, was Lanz habe ich den hat. Punkt schon mal angebracht, dass es vielleicht gar nicht schlecht wäre, wenn in Sachsen die AfD regiert, damit die mal raffen, dass das irgendwie... Aber das höre ich so oft, das Argument. Nee, keine Glaubst gute du's? Idee. Glaubst du, das ist keine gute Idee? Nee, also wird wahrscheinlich, es könnte ja so kommen, deshalb frage ich mich halt. Nein, die werden schon merken, die Leute, dass es sie selbst betrifft. Das war ja bei Trump auch schon so, ne? Dass auch dann einige gesagt haben, ui, es treffen mich auch einige seiner Entscheidungen und die finde ich gar nicht mal so gut. Das wird genauso kommen, wenn die Rechten bei uns an der Macht sind. Dass viele sich umgucken werden und denken, ja, die AfD ist ja die Partei des kleinen Mannes oder des kleinen Menschen, aber das sind die eigentlich gar nicht. Und dass dann die Pressefreiheit eingeschränkt werden wird, davon kann man ja ausgehen. So, und das aber nur in Sachsen. Als erstes. Ja, aber wenn man dann sieht, okay, das geht ja gerade mega schief, vielleicht sendet das... Also meine Hypothese ist halt, dass die halt failen werden. Zuerst kamen sie nach Freital und ich habe nichts gesagt, denn ich wohnte ja nicht in Freital. Dann kamen sie nach Sachsen und ich habe nichts gesagt, denn ich wohne ja nicht in Sachsen. Wir sagen doch was. Okay. Wir sagen nur mal, ich habe gerade so ein Zitat verändert für die Klugen unter euch. Ja, ja, genau, es gibt ja halt sowas wie, ne, irgendwie, erst haben sie irgendwie die Juden verfolgt, hat mich nicht betroffen, und dann hat die Schwulen verfolgt, hat mich nicht betroffen, dann war aber ich am Ende trotzdem dran. So nein, am Ende war Ding keiner mehr da, der etwas sagen konnte, als sie mich geholt. Das Ding ist, am Ende haben wir ein demokratisches System, so, und das kriegen die ja aus Sachsen nicht ausgehebelt, und wenn, dann gehen schon die richtig, glaube ich, die Alarmglocken los. Naja, wenn nicht, liege ich falsch, spreche mich drauf an, wenn ich in einem sogenannten Lager sitze, dann lag ich wahrscheinlich falsch. Aber ich meine. Lagerst du falsch, meinst du? Ja, ich denke mir, das. So ein Bier. Das ist dann irgendwie vielleicht ein Zauber verliert, wenn die einmal wirklich in der Regierung sind. Weil die wurden ja immer so taktisch aus der Regierung rausgehalten. Die Chance gibt es möglicherweise nächstes Jahr in Sachsen nicht. Nee, das würde ich aber nicht riskieren. Also wirklich nicht. Was sollen wir machen? Ja, also ja erst, wir ich können glaube ja nur nicht, dass Herr Rodes gerade sagt, dass wir taktisch die AfD wählen sollten. Ja, da müssten wir erstmal nach Sachsen ziehen. Ja. Noch können wir nach Sachsen ziehen, da wären wir, glaube ich, wahlberechtigt. Aber übrigens ist es auch genauso, dass die AfD hier stärkste Kraft ist. Und klar, noch haben sie keinen Koalitionspartner. Aber was wenn die CDU oder FDP sich dann doch nochmal umdrehen und dann sagen, ey, hier ist mein Arsch, fick mich rein und lass uns regieren zusammen. Ja. Kann schon passieren. Da wird mein Job auf jeden Fall am Seitenfaden hängen, so wenn die AfD dran ist, weil wird nämlich die gibt's kein AIDS Aids-Prävention dann. Wird dann wahrscheinlich gestrichen werden, wie sie immer noch heißt, obwohl AIDS-Prävention Quatsch ist. Aber okay. Meinst du echt, dass denen das so wichtig wäre?
Also ich meine, ist Quatsch, weil AIDS-Prävention macht keiner, wir machen HIV-Prävention. Mhm. Doch, doch, also wir hängen echt von politischen Entscheidungen ab. Also AIDS-Hilfen und queeren Vereine in Thüringen werden ja von der Regierung quasi bezahlt, um halt Aufklärungsarbeit zu machen, Präventionsarbeiten zu machen. Und die AfD, auch die CDU könnten halt sagen, ey, irgendwie ist das Thema nicht relevant für uns, wir streichen die Gelder dafür, wir stecken das Geld viel lieber in Heimatliebe. Und dann gibt es halt Heimatvereine, die dann gefördert werden, nicht mehr die HIV- und Präventionsvereine. Man kann im Heimatverein sicherlich auch über HIV aufklären. Wird die nicht jucken, weil die denken immer noch, dass HIV nur ein Schwulenthema wäre und ein Afrikaner-Thema, was ja, aber nicht gut. Stimmt. Aber wenn dann rauskommt, dass in Sachsen wieder übelst HIV-Herd ist, dann spätestens war das natürlich in Korrelation mit der Regierung. Ist möglich, wenn es ja keine gratis Kondome mehr gibt und keine Prävention, keine Aufklärung mehr. Das kann schon passieren. Also es ist ein langer Rattenschwanz und deswegen glaube ich nicht, dass man die AfD ranlassen sollte, sondern sollte im Vorfeld den Leuten schon zeigen, dass die Leute inkompetent sind. Ja, aber es scheint ja zu scheitern. Über diesen Rattenschwanz sollte man dringend ein Kondom stülpen. Mhm. Ja, genau. Das ist gut. Nee, also die Menschen, ich weiß, sie sehen es aktuell nicht, aber man darf nicht aufhören, das zu machen. Also wer sich wirklich intellektuell mal befasst und auch mal weglässt, dass es irgendwie Faschos sein könnten, nur mal ihre Sacharbeit sich anguckt, auch die ist ja, furchtbar schlecht. Und das ist, was mich stört. Weil so, was du als Fascho bezeichnest, solange diese rechte Meinung im Rahmen der Verfassung wäre, wäre es für mich noch eine politische Partei, die man jetzt so nicht kritisieren kann, so, aber noch in Ordnung. Aber mich nervt das so, dass die so einen Scheiß erzählen. Aber passt gerade zum Thema, denn ich muss ganz kurz gucken, welche Institution das war. Oh Gott, Menschenrechtsinstitut, genau. Die haben jetzt nämlich eine Analyse gemacht zu Parteizielen der AfD. Und die halten ein AfD-Verbot für möglich, weil die eben doch rassistische und rechtsextreme Ziele verfolgen und durchsetzen wollen. Und deswegen, und der Verfassungsschutz hat ja auch schon in weiten Teilen die AfD beobachtet und als Frühfall eingestuft. Also ein AfD-Verbot ist gar nicht so unrealistisch tatsächlich. Das ist aber Symptombekämpfung, glaube ich. Also wie kriegt man die Leute wieder auf die Seite der Demokratie, ist halt die Frage. Sodass halt die nächste Partei nicht wiederkommt, weißt du? Ja, aber eins ist ja schon mal, dass man erstmal die Sache verbietet, die dafür sorgen kann, die Demokratie auszuhebeln. Das wäre ja eine Partei wie die AfD. Wenn die weg ist, kann man die nicht mehr wählen. Wenn die eine neue Partei gründen sollten, kann man die auch wieder verbieten, weißt du? Ja, weniger verboten. Aber dann die Leute, die jetzt pro AfD sind, die sagen ja, ach, das ist ja undemokratisch. Die werden noch bestätigt. Ja, das ist mein Problem damit. Ich meine, klar, AfD wäre convenient und würde uns sicherlich 4 bis 8 Jahre Ruhe geben. Aber dann ist es, wie gesagt, in den Köpfen drin. Da würden die Nächsten kommen, die sagen, ah, die haben die AfD verboten, jetzt aber richtig, die Regierung ist das schuld. Das ist nicht das einzige Mittel der Verboten. Man muss natürlich noch weitermachen mit Aussteigerungsprogrammen, Aufklärungsarbeiten. Das hört ja damit nicht auf. Aber es ist ein Mittel. Was meinst du mit Aussteigsprogramm? Ja, aus der Rechten raus. Ja. So ein rechtes Ausstiegsprogramm. Da kommt die nächste These, dass halt nicht nur die Rechten halt rüber wechseln, sondern dass es diese Verdrusspartei ist. Da muss man irgendwie raus, finde ich. Dass Leute sagen, okay, gut, wir haben jetzt nicht besonders viele nicht korrupte Volksparteien. Das ist halt das Problem, was wir, glaube ich, haben. Mhm. Und wenn das irgendwie geklärt wäre, könnte man sicherlich wieder ein bisschen demokratischer es hinkriegen. Die AfD ist ja halt auch nicht besser. Ne? Wenn die mal sagen, die wählen die AfD aus Korruptionsgründen, weil die anderen Parteien korrupt wären, dann ist ja die AfD nicht besser. Auch die nehmen ja Spenden von Großkonzernen an und haufenweise Spendenskandale gehabt und so weiter. Ja, aber die sind halt nicht an der Regierung. Deshalb glaube ich halt oder hoffe ich, dass wenn die halt wenn dann auch raussteht, die machen dieselbe Scheiße, dass die halt dann vielleicht ein bisschen desillusioniert sind und sagen, okay, AfD ist es vielleicht doch nicht. Da sagen die teilweise schon, dass die auch glauben, dass die AfD nicht besser wäre, aber trotzdem wäre das ein Denkzettel. Ne? Da gibt es ja auch diejenigen Leute, dass die AfD trotzdem so als diese Denkzettelpartei gilt. Aber wer will denn eine Denkzettelpartei wählen? Also wenn ich glaube, die AfD wird auch überzeugt von denen. Ich glaube, fast keiner will die aus Protest. Also das Beispiel Trump lehrt uns eher, dass dieses große Erhellen zumindest beim harten Kern nicht einsetzt. Natürlich hat die AfD jetzt nicht so die eine strahlende Figur, wie das in Amerika ist, aber also Trump hat ja so viel Scheiß gemacht und es hat nichts dazu geführt, dass der harte Kern sagt, oh, der ist ja wirklich ein bisschen komisch. Weil er trotzdem die Ziele durchgesetzt hat, die sie haben wollten. Was denn? Also nee, so in Augen. Er hat nämlich einfach nur die eigene... was weiß ich, Fremdenfeindlichkeit und Hetzen gegen Mexikaner, die über die Grenze kommen und solche Sachen. Genau. Aber also der hat nichts umgesetzt, was irgendwie versprochen wurde oder was dem kleinen Mann geholfen hätte. Ja, das reicht der ja, hat ja auch so tut. Die Steuern für die Superreichen zum Beispiel halt super zurückgedrückt, ja. Mhm. Aber das hilft ja den ganzen Flyover-State-Rednecks, die ihn gewählt haben, nichts.
Aber ich meine, da kann er halt Sachen sagen, wie ich fasse Frauen an die Pussy und so, kann rassistischen Scheiß äußern und ablistischen Scheiß äußern. Juckt den nächst lange, er halt die Politik macht, in Anführungsstrichen, die sie haben wollen. Ja. Aber bei Obama war es schon irgendwie, war es ein Skandal, als er mal mit Turnschuhen irgendwo aufgetreten ist und so, das ist eines Präsidenten, aber nicht würdig. Aber wenn Trump hier Frauen an die Pussy fassen will, ist es halt, bleibt halt immer noch ein Held. Ja, weil er dann die Sprache des eben jenen kleinen Mannes spricht. Aber habt ihr gemerkt, wie subtil ich diesmal zu Trump übergeleitet habe? Bevor wir da, ich frage mich, wie kommen wir wieder dahin, wo wir waren? So, aber nicht in diese GroKo-Dystopie, sondern in dieses Leute kritisieren vielleicht die Regierung, aber sind im Allgemeinen so ein bisschen demokratisch drauf. Das verlassen wir ja gerade. Wie kommen wir wieder zurück? Also jetzt gar nicht auf AfD bezogen, aber so viele Leute sind derart unzufrieden, dass die so das System halt einfach nicht mehr haben wollen. So, wie kommen wir davon wieder weg? Das ist eine sehr gute Frage. Wir müssen Lanz und Precht beantworten, das weiß ich nicht. Okay, das ist der falsche Podcast dafür. Ja. Lanz und Precht, ihr könnt euch bei uns bewerben. Wenn ihr eine sehr gute Bewerbung schreibt, dürft ihr vielleicht in unseren Podcast. Ja. Und nur vielleicht. Macht so ein Video, 7 Minuten, ja, das hat auch geht raus mit dem Tarp und dann kommt ihr hier rein. Aber noch eins zum Thema, die NPD hat sich umbenannt offiziell jetzt in Die Heimat. Mhm. Weil der Name NPD wäre nämlich negativ besetzt. So ein Quatsch. Woran das wohl liegen könnte, keine Ahnung. Jetzt heißen sie eben Die Heimat. Ist das nicht süß? Aber wenn AfD verboten wird, sehe ich da hohe Chancen. Für die Heimat? Na, aber klar doch. Ich würde die NPD nicht deadnamen, tut mir leid, Die Heimat. Tut mir leid. Musst du dann mal hingehen, so zum AfD. Und, ja, ist Die Heimat? Und wie hieß der richtig? Wie hieß der früher? Das wollen wir nicht sagen. Ja, aber ihr heißt doch jetzt nicht Die Heimat, nicht schon euer ganzes Leben, oder? So, da haben sie nämlich dann ihr... Weißt du, ich habe letztens was gelesen zum Thema Gendern. Wenn du einem heterosexuellen Mann... Immer wieder nach seinem Freund fragst, wie geht's mit deinem Freund eigentlich? Das heißt, meine Freundin. Ach, jetzt ist Gendern dir auf einmal wichtig, oder wie? Ach, da kannst Tinko. Du die Leute wieder kriegen. Das ja. finde ich, wenn du das mal umdrehst und auch dieses irgendwie die Wokies und die Queer-Community wäre ja so irgendwie empfindlich. Also, weil du ein Regenbogenfähnchen postest bei Facebook, drehen die alle völlig durch. Tinko, ja, du kannst nicht die normale Facebook Welt immer mit Facebook vergleichen. Soziale Medien, oder? Und nee, Obi-Baumarkt. Wenn der Obi-Baumarkt eine Regenbogenfahne irgendwie aufgibt an die Tür, drehen die alle völlig durch und gibt's Shitstorm. Wer ist denn die alle? Wer ist denn das? Ist eine laute Minderheit. Entschuldigung. Ja, aber die meine ich ja. Es reicht ja einer, der sich beschwert. Nee, nicht einer. Geh mal auf irgendeine Seite, Instagram, ist mir egal wo, wo ein Unternehmen eine Regenbogenfahne postet, wie die alle rumheulen. Da gehe ich nie wieder hin und Verrat und so. Ja, aber das die machen die ja nicht. Die ist gehen ja trotzdem hin, die labern ja nur. Das ist ja Keyboard Warrior. Ja, ich meine, also dieser Vergleich von, dass die queeren Leute ja empfindlich wären, weil die halt nicht gedetnet werden wollen. Aber die drehen schon durch, wenn du eine Regenbogenfahne dabei irgendwo dabei hast, weißt du? Um das umzudrehen, wie mit dem Gender, was ich gerade meinte, wenn du es mal umdrehst, wie geht's denn deinem Freund? Das heißt Freundin. Ach, jetzt ist der Gendern auf einmal wichtig. Lass mal umdrehen, ist halt das Spannende, damit die mal raffen, was sie für eine doofe Argumentation eigentlich haben. Das meine ja. ich. Aber was ich ja so ein bisschen, also seitdem es Internet gibt, wirst du für jeden Scheiß vollgemüllt von irgendwelchen Leuten, die sich in der Anonymität auch nicht verstecken. So, ich weiß nicht, also lass die Leute doch labern. Das sind halt... Na klar kann man die labern lassen, das ist Meinungsfreiheit. Aber die glauben ja immer, dass sie die Meinungshoheit hätten. Das will ich halt nicht einsehen. Ach, für mich sind das irgendwelche Nicknames. Schon immer gewesen. Ja, Thomas Müller ist ein Nickname. Ach, als Müll. Labern kann Trump besonders gut. Nee, Robin, ich will dein scheiß Thema jetzt nicht. Im Vorfeld vielleicht sagst du, oh, das ist immer so geil, wenn du Amerika machst, das ist so aufbereitet. Wir müssen wieder einen Flottcast machen, aber wir machen dann einen langen Flottcast. Der längste Podcast der Welt. Genau. Oh, wie lang ist... Na, egal. Also, guck mal, was das für ein langer Text ist. Soll ich dir das einfach mal vorlesen? Nee, gell? Jetzt hör doch mal bitte. Das ist auch so ein Ding im Brennpunkt. Immer so visuelle Sachen. Ja, guck doch mal. So sieht die aus. Guck mal, Tina. Ja. Halt mal das Mikrofon. Boah, die hat ein paar Enchiladas. Mhm. Kommt ein Video. Morgen, wenn ihr das jetzt hört, morgen Video auf Robin Osarafo. Guckt da mal rein. Das ist ein Video. Und der Hauptkanal? Da kommt da mal wieder was Neues? Ach, komm. Es ist doch egal, auf welchem Kanal. Genießt es einfach, ja. Aber das Video kann halt nicht Deutschland nicht verstehen. Es gibt 7 Anklagepunkte gegen Trump und das ist diesmal gewinnversprechend. Ja? Ja. Ja, ich weiß, dass es da einen gewissen Verdruss gibt, aber ich habe das vorhin dieses Dokument überflogen und das ist zumindest erheiternd, weil also da sind auch ganz viele Anwälte und Richter, die selber von Trump ins Amt gehoben wurden, mit dabei. Was schon dafür spricht, dass es ernst wird. Verräter. Und es geht um den Fall, dass er Classified Documents mit zu sich nach Hause genommen hat.
Und da gibt es ganz viele Teile drin, wo er quasi selber zitiert wird, noch in 2016, und sagt, ja, und wenn ich an die Macht komme, ich sorge dafür, dass die Klassifizierung von sensiblen Informationen besonders ernst genommen wird und so. Und das steht da alles mit in diesem Bericht drin. Das finde ich sehr, sehr witzig. Also aus diesem Standpunkt erheitern. Guckt mal, vielleicht, ich mache es eh nicht, aber die PDF-Datei ist unten verlinkt. Das sind Fakten, Robin. Das wird die Anhänger nicht interessieren von Trump. Moment, das ist mal, ja egal, wenn er ins Gefängnis kommt. Um das ganz kurz weltpolitisch einzuordnen. Wir wollen ja, dass die Demokraten die nächste Wahl gewinnen, weil die pro Klimaschutz sind. Und dafür brauchen wir Trump, weil der andere DeSantis das besser kann. Ja, aber und deshalb wollen wir, dass Trump nicht erstmal verklagt wird. Jein, also DeSantis hat sich auf jeden Fall ein bisschen in die Nesseln gesetzt die letzten Wochen. Der hat ja auch auf Twitter seine Wahlkampagne announced und das war ein richtiger Fail und so. Also ja, aber nein. Also weiß ich nicht, kann keiner voraussagen. Ne? Die Voraussagen ja nicht. Es ist alleine so ein richtig peinliches Ding. Der wird eigentlich DeSantis und nicht DeSantis. Oder ich weiß es nicht genau, wie rum es war. Er nennt sich halt anders, als die Medien ihn immer nennen. Mhm. Und dann wurde das quasi so ein kleiner Shitstorm. Wie heißt du denn jetzt eigentlich richtig? Mhm. Und dann musst du dir vorstellen, der sitzt mit seinem Team zu Hause, ja, am Schreibtisch. Oh, wie werden wir jetzt diese Frage handeln? Ich habe morgen einen Pressetermin, die stellen mir diese Frage, wie mein Nachname ausgesprochen wird. Mhm. Und dann wird er am nächsten Tag gefragt und sagt, mein Nachname wird so ausgesprochen. Winner. Wow. Das ist doch super scheiße, oder nicht? Also, wer nicht mal in der Lage ist, irgendwie seinen Nachnamen richtig zu adressieren, ich weiß nicht. Das ist wie mit Willem Dafoe übrigens. Ja. Es gibt Aufnahmen von ihm, wie er sich noch vorstellt, als Willem Dafoe. Mhm. Auf einmal wollte er Dafoe genannt werden. Mhm. Du hast ja früher auch nicht gewusst, dass du Anrancher heißt. Ja, ist so. Muss ich erst aus langer Zeit aber, lernen. Wir lassen übrigens unsere Oma damit weiterleben, mit diesem Anrancher. Das kam ja von unserer Oma. Ja, rest in peace und so. Tinko Anrancher. Ist auch die dich gewarnt hat von mir, ne, weil ich das atomare Endlager, weil man das errichten wollte. Ja. Als linksgrün versüffte Mitteleuropäer, die interessiert sind an einem lebenswerten Leben, wollen wir ja Trump als Wahlkandidaten, damit Joe Biden eine Chance hat. Ja, aber es ist richtig. Alleine, dass es wieder Joe Biden gegen Trump ist, Alter. Das ist so. Das ist ja wie taktisch die AfD wählen oder taktisch die NSDAP wählen. Das ist was anderes. Das ist an die Macht, um zu gucken, dass mit allen merken, dass sie falsch liegen. Dann nach 13 Jahren hier Weltkrieg und so, alles in Tod. Ha, guck, jetzt wissen es wenigstens die Rechten. Nee. Mir geht's darum, dass ja die Republikaner, wir haben das letzte Mal geklärt, als ich hier war, die wollen ja keinen Klimaschutz. Ja. Sind die Republikaner nicht so gut für uns. Ja, du meinst halt, dass DeSantis mehr Chancen hätte als Trump, deswegen müssten wir eigentlich dafür sorgen, dass Trump irgendwie Kandidat wird. Ich glaube, wir als Brennpunkt haben die Chance. Ja. Ich weiß nicht, ob er wirklich mehr Chancen hat. Er ist auf jeden Fall der Gefährlichere, wenn er im Amt wäre, weil der halt nicht so ein Dulli ist, sag ich mal. Du meintest mal, DeSantis ist Biden zum Frühstück. Was? Ja, auch, weil der halt auch fit ist. Ne? Trump ist ja genauso 76 oder sowas. Also die sind ja beide sehr alt und DeSantis ist irgendwie Ende 40 oder so. Das auf jeden Fall, aber die machen wahrscheinlich, also so wie es aktuell aussieht, machen die gar keine Debatten, was halt super wack ist, was eigentlich immer Standard ist. Mhm. Auch selbst in Deutschland gibt es das ja, dass sie halt im Fernsehen einfach mal diskutieren miteinander und die machen das halt einfach nicht. Es kann keiner voraussagen. Ich sag durch die Veränderungen in den letzten Wochen, dass der hat auch gegen Disney übelst den Kürzeren gezogen. Der wollte da auch diese ganzen Sachen verbieten lassen, alles, was irgendwas mit Regenbogenfahne zu tun hat. Ist ganz schwierig jetzt in Florida, aber Disney hat halt dagegen geschossen. Ja. Und jetzt sind alle hassen Disney, aber in dem Fall sind halt alle auf Disneys Seite und das sind auch nochmal so Zeichen. Ja, es ist schwer zu sagen, aber ja. Was sind das denn für No-Themen? Also das ist ganz groß da. Wenn ich ein Ziel habe im Leben, irgendwo hin will, dann will ich doch, dass die Politik da irgendwie so entsprechend ist. So. Mhm. Wenn ich jetzt Unternehmer bin, will ich zum Beispiel eine Politik, die irgendwie freundlich für Unternehmer ist. Wo kommen Regenbogenfahnen ins Spiel? Warum ist das überhaupt ein Thema in der Politik? Ja, weil das, also in Amerika noch viel schlimmer als hier, so ein Zeichen von... Ich will diese Leute verstehen. Naja, das wurde halt aufgeplustert. Alles, was da war jetzt diese Woche, war ein Interview mit einem Furry, weil jetzt in Florida unter anderem verboten wird, dass Kinder auf so Veranstaltungen gehen, wo Furries sind, weil die ja de facto intrinsisch alle perverse Sexobjekte sind. Also auch Disneyland ist verboten, weil ja auch immer so Leute aber mit irgendwelchen Masken auf. Ist die Bildung derart gescheitert in dem Land, dass es nicht mehr um Wesentliches geht?
es ist halt, also die ganzen Leute sind, also die ganzen Leute, die diese Denke haben, sind nach Florida gezogen. Das ist jetzt wirklich halt so ein Ort, wo sich das bündelt, sage ich mal. Und also, wenn ich mich politisch engagiere, dann doch um Themen, die eine gewisse Relevanz haben. Nee, du willst erfolgreich sein. Und wenn du als Typ merkst, dass Leute was gegen Gendern und was gegen Schwule haben. Aber online, das ist nämlich genau das Ding, weil der Otto-Normalbürger, also der kriegt das vielleicht auch mal mit, aber keiner in Weimar West sitzt da und beschwert sich den ganzen Tag über Wokeness oder sonst was. Mhm. Der will halt mehr Geld haben oder sowas. Mhm. Ja. Und deswegen glaube ich auch, dass der halt ein bisschen scheitert, weil der sich zu sehr auf diese Online-Crowd versteift. Mhm. Und also seine Ankündigung auf Twitter, sein Spaces-Ding da, das war halt auch die ganze Zeit, ja, wir werden hier, Florida ist, wo Wokeness stirbt und wenn ich dran, der hat nichts anderes gesagt. Und als Olaf vom Bau halt willst du halt hören, ja, deine Steuern werden geringer oder was weiß ich. Aber nicht unbedingt. Also ich würde nicht sagen, dass jetzt irgendwie alle, die jetzt irgendwie Arbeiterinnen sind, dass sie auch alle checken, dass sie auch so dementsprechend wählen müssten. Weil eigentlich müssten die Arbeiterleute ja sowas wie die Linke wählen eigentlich, weil die machen ja am ehesten etwas für die nicht so reichen Leute. Ja. Aber gerade AfD zum Beispiel, es ist ja eine Mischung aus vielen Professoren, aber auch so aus den abgehängten Leuten. Und diese abgehängten Leute machen einen großen Teil ihrer Wählerschaft aus und die stimmen quasi gegen sich selbst, weil die AfD auch gegen Sozialleistungen ist, also die wollen viel abschaffen und wollen die Reichensteuer nicht haben und so weiter, die wählen schon gegen ihre Interessen, einfach weil die AfD gegen Ausländer ist. Es ist ein sehr politisch geladener, ausgedehnter Podcast. Ist ja erstmal in Ordnung. Nee, ich habe halt noch zu Trump ganz witzige Sachen und wir sind schon wieder in diese Richtung übelst hart abgedriftet, aber zum einen, also in diesem riesenlangen Ding, ich habe das auch in die Oase gepostet, das ist echt, hat witzige Momente, da steht halt drin, dass diese Dokumente unter anderem in seinem Scheißhaus einfach gelagert war, so kisteweise in so einem Scheißhaus lagen, weil die wussten nicht, es gibt so einen Nachrichtenverlauf zwischen zwei Angestellten und die wussten nicht wohin, weil kein Platz mehr war. Ja, da stellen wir es hier aufs Gästeklo. So. Und diese Vorstellung, dass da irgendwie Atomcodes oder was auch immer, also so Informationen über die Kapazitäten von Amerika, von ausländischen Ländern und quasi so Gegenschlagsachen, also das lag alles auf dem Scheißhaus rum. Ja. Und theoretisch hätte der die ja auch kopieren können und wieder zurückbringen, hat aber nicht gemacht. Er hat ja stattdessen drüber quasi angegeben, ja, ich kann das und ich darf alles und so. Und das ist ihm jetzt zum Verhängnis geworden. Trump war so, naja, was man halt zu Hause hat. Ja. So. Was man halt so hat. Und ein Anwalt hat gesagt, he actually would have been better off shooting somebody on Fifth Avenue, weil das hat er ja mal gesagt. Genau. Ich könnte jemanden dort erschießen und ich würde keine Stimmen verlieren. Also es scheint schon dick zu sein. Wurde ja auch Richard Nixon schon so Verhängnis damals, ne? Mit hier Watergate und so weiter. Er hat sich auch über das Gesetz gestellt, was ihm dann richtig auf die Füße gefallen war. Wird mit Trump jetzt ähnlich sein. Hoffentlich. Hoffentlich nicht. Wir brauchen Trump, damit der andere hier Biden eine Chance hat. Ich weiß nicht, ob Trump so ablosen würde bei einer Wahl. Ich weiß nicht, ob das so... Also warum? Also es gibt gerade nichts, was... Der steht ja schlechter da als vor 3 Jahren. So. Also wenn, es ist ja genau wieder ein Rematch wie vor 3 Jahren. So. Ja, bei Umfragen vielleicht. Die Umfragen waren ja bei der US-Wahl von ihm auch nicht jetzt auf seiner Seite unbedingt. Ja. Und hat ja auch verloren. Ich meine, zur Wahl, als er gewählt worden ist, war ja auch erstmal, war ja Trump nicht der Sieger unbedingt. Ja, aber da jetzt haben wir ja den Präzedenzfall zwischen diesen beiden. Also, Biden ist halt uralt, vielleicht stirbt er auch noch oder kriegt einen Herzkasper, das könnte echt, also wenn der irgendwie aus dem Krankenhaus Wahlkampf macht, ist schwierig. Mhm. Aber sonst, wenn alles so bleibt wie bisher, sehe ich gerade keinen Grund, warum Trump gegen ihn diesmal gewinnen sollte. Weil es hat sich nicht zu seinen Gunsten verändert. Mhm. Außer, dass halt Biden amtierender Präsident ist, der erstmal in der Regel schlechter dasteht, weil wer da ist, kann beschuldigt werden. So dieses, ich glaube, die Grünen sind jetzt auch schlecht, ja. Ding, weißt du. Um das kurz einzuordnen, darf ich kurz nochmal Alicia zitieren aus dem Stream vor ein paar Tagen. Alicia sollte Politik erklären, so ein bisschen. Es ist auch völlig okay, wenn sie in dem Alter noch nicht sich damit beschäftigt hat. Es ist öffentlich, also kann man es erzählen, man kann auch im Stream nachgucken. Ja. Und sie meinte, die CDU ist irgendwie schlecht, die AfD ist irgendwie schlecht, die Grünen sind gut. Nee, Moment, die Grünen sind nicht mehr gut. So, ja, komm, ey. Das ist ja richtig. Ja, der Robert Huback, der hier wieder die Gurken teuer gemacht hat, der Arsch. Ja. Ich weiß nicht, worauf wir eigentlich noch hinaus wollten, aber ja. Ich fand's witzig, ich habe einen Livestream der Springerpresse, den man ja häufiger mal in die Vorschläge gespült kriegt, amerikanischer Präsident gestürzt. Da ist so, what? Und dann ist da wieder irgendeine Treppe hochgefallen. Ja, was da auch alle 2 Wochen passiert. Gut, dass wir dich als Expertise hier haben. Was ist denn ein API? Die API. Ich sag Application Programming Interface, aber vielleicht... Nee, was doch? Ach so, vielleicht doch.
Also, das ist so ein großes Reddit-Streitthema, also wirklich ein Riesending seit einer Woche, dass die Plattform verbietet, dass andere Third-Party-Anbieter eigene Apps machen, mhm, um auf Reddit zuzugreifen. Ja, ja, genau, das ist das. Okay, das wird jetzt verboten. Und deswegen gibt es einen großen Protest. 12. 13. machen ganz viele Subreddits quasi nur noch schwarze Posts. Mhm. Und dann mal gucken. Das ist ganz witzig. Ich weiß nicht, ob ich den Gag schon mal erzählt habe. Ich wollte ja mal eBay Kleinanzeigen crawlen aus einem Grund. Crawlen, klar. Also einen Script schreiben, das so die ganzen Weimarer Posts halt durchsucht und nach den Autoren halt. Ach so, so. Ja. Und ich habe ChatGPT gefragt, kannst du mir mal ein Skript schreiben, das es macht? Und ChatGPT meinte, nee, kann ich nicht machen, die AGBs verbieten das von eBay Kleinanzeigen. Mhm. Habe ich geschrieben, ja, die wurden vor kurzem geändert. Und ich sage, ah, ach so, okay, hier ist das Skript. Ja, ja. Ja, auch hier, Prompt Injection. Stark. Witzig. Und das ist auch API-mäßig oder das war jetzt nur so was anderes? Ja, doch, das kann man so bezeichnen, wenn man möchte. Ich kenne mich da gar nicht aus, aber ich nutze zum Beispiel auch Reddit is Fun, also eine Third-Party-App und nicht die offizielle, weil die ist halt einfach nur unübersichtlicher Cancer und mit Werbung voll und deswegen wollen sie natürlich forcen, dass alle die nutzen müssen. Aber die Leute sagen, also ich bin gespannt, ob das passiert, weil das ist ja immer Schall und Rauch. Wenn das durchkommt, dann nutze ich gar nicht mehr Reddit. Bin ich sehr gespannt. Oh, zum Thema eBay Kleinanzeigen, das heißt nicht mehr so, das heißt nur noch Kleinanzeigen ab sofort. Ach so, ja, natürlich. EBay, ne? Warum eigentlich? Deadname und so. Ach so. Lass mal eine Mail an eBay schreiben, wie hieß denn du früher, um es zu quälen. Nee, ich dachte, dass sie einfach nicht mehr so zusammengehören als Unternehmen. Ich dachte, eBay und Kleinanzeigen sind verschiedene Unternehmen. Ich dachte, eigentlich hätte es genau andersrum, dass die jetzt zusammengehören quasi. Also eine Seite sind oder keine Ich Art. Wollte, ist... Kleinanzeigen ein ausschließlich deutscher Dienst eigentlich? Weil es kann ja anderswo nicht Kleinanzeigen heißen. Ja. Ich frage mich, ob das vielleicht noch so irgendwie deshalb von eBay getrennt ist, weil das ja ist eBay. eBay ist ja global, glaube ich. Genau. Ja. Und Kleinanzeigen für den deutschen Markt und deshalb irgendwie so ein bisschen. Ja, aber bei eBay kannst du ja auch Sachen direkt kaufen und die nehmen Crabben quasi, wenn du das Geld bezahlst. Bei Kleinanzeigen musst du ja jemanden anschreiben und dann verhandeln quasi. Der wählt dann aus, wenn er das verkaufen will. Ja, ja, das ist korrekt. Genau. Da kannst du, wenn du nichts mit meiner Frage zu tun hast. Wenn du meinen Daedalus heute siehst, kannst du den da auch mal ausfragen. Also der hat die besten eBay-Kleinanzeigen-Geschichten. Weil da echt einfach ganz komische Leute. Na, was ist letzter Preis, ne? Ja, auch. Aber nicht nur sowas. Gut. Haben wir noch Ugly Moo. Ugly Moo, ne? Ugly Moo? Nee. Das ist ein aufstrebender Influencer. Deshalb kenne ich ihn nicht. Nee, wo wir es gerade verredet hatten, das war ein Typ, der hatte irgendwie 10 Follower und irgendjemand ist in seinen Stream gegangen und hat gefragt, jo, was geht ab? Also keiner hat zugeguckt außerdem. Und der hatte hier so ein Tattoo auf dem Arm und hat angefangen zu reden, ja, mein bester Freund und ich habe mir das gemacht, aber ich konnte ihn nicht retten und fängt halt an mit Weinen und ist super emotional und du merkst halt, dass er da schon ewig drüber reden wollte. Dann kriegt er 100 € donated von dieser einen Person, die hat das alles gefilmt und das wurde dann gepostet unter anderem auf Reddit Made Me Smile und mittlerweile hat er 100.000 Follower innerhalb von 3-4 Tagen. Und alle sind super happy. Und er ist halt wirklich so ein... Die Kameraqualität ist schlecht, die Mikrofonqualität ist schlecht. Es ist einfach so ein 50-jähriger, dicklicher Mann, der halt in seiner abgeranzten Bude sitzt, aber halt voll der Sweetie ist. So. Bald Multimillionär. Vielleicht. Und Twitch-Partner. So wie Sarah-Chan habe ich gesehen. Die ist jetzt auch Twitch-Partner. Echt? Mhm. Gut. Gratulatio. Gratulatio. Nochmal, was macht die auf Twitch? Sarah-Chan ist... Rülpsen. Nee, und macht die im Format? Was? Macht die Format oder macht die Real Life? Die beides, die läuft draußen rum und sagt, guck mal, da ist ein Baum. Ah, cool. Und würde abonnieren. Manchmal ist sie drin und redet über Sex. Und sagt, guck mal, da ist eine Wand. Ah, gut, Mädchen redet über Sex, ja, das ist natürlich klar. Das ist natürlich klar, das habe ich ihr Unrecht getan. Klicks das weiß natürlich. Ja, die Sarah-Chan, die weiß, wie sie es macht. War das gerade ein Reizwort, oder weil ich Sarah-Chan gesagt habe? Was ist denn ein Reizwort? Das ist, wenn man, wie kann ich das denn sagen? Für mich ist zum Beispiel die Onkels ein Reizwort. Mhm. Zum Beispiel, ich mag die nicht und ich rede nicht gerne über die. Echt nicht? Ja. Okay. Da haben wir schon gesagt, dass es auch so ein Video von so einer Layla gab. So einer, ja, genau. Wurde mir auch geschickt. Kenia. Mehrfach. Das auf einem Kinder... Kyla heißt auf einem Kinderflohmarkt war so eine Dorfkapelle, die Layla gesungen haben. Das ist vor allem nicht, was ich meinte, aber ach so, ja. Echt das Layla-Ding ist schon wieder 3 Wochen alt oder so. Das meinst du gerade. Ja. Es ist gerade so ein Video viral von halt einem Kinderflohmarkt, wie gesagt, wo Kinder vor der Bühne stehen und so eine alte Opa-Oma-Kapelle steht da und die singen halt so ganz schlecht. Ich hab einen Puff und meine Puffmama heißt Layla und so. Wir kennen den Text alle. Und dann halt so die Überschrift, Frisexualisierung durch Drag Queens. Dann halt das Video und dann, ach, doch nicht. Hm.
halt von irgendwelchen alten weißen Leuten. Naja, jetzt kommen wir jetzt nicht mit den alten weißen Leuten. Das ist ein Orchester, da sind 1000 Frauen drin. Alten weißen Leuten? Können auch die sind Frauen nicht sein. Alt. Das sind junge Frauen, die da singen. Ja, die da singen, die drei Opas, die da singen, das sind schon irgendwie... Ja, die drei Opas, aber ja. Also jeder in diesem Orchester hätte sagen können, vielleicht nicht die beste Idee, wenn da die Fünfjährigen stehen. Ja, aber die waren weiß, das war nicht die südafrikanische Feuerwehr, sonst wäre das deutlich geiler gewesen. Nee, was haben die gemacht? Umpa, oder was haben die gemacht? Umpa. Humpa, Humpa, Tätere haben die gemacht. Okay, gut, alles klar. Ich dachte, du meinst das Video. Ich habe das vor ein paar Tagen geschickt bekommen. Nein, ich wollte nochmal zum Anfang des Podcasts zurückleiten. Es gab doch ein virales Video über Rammstein von einer Caitlyn Jenner, Kyla, Kula. Ach so, genau. Die war auch... Ich wollte es nur mal erwähnt haben, weil das halt wirklich umgegangen ist. YouTuberin und die war aber auch auf so einer Party. Aber ist dann rechtzeitig gegangen, als sie merkte, dass es immer beklemmender wurde. Und dass sie auch ihr Handy abgeben sollte und so weiter. Also alles sehr weird. Genau, darauf hat Atrezzo quasi dann reagiert. Ja, das fand ich übrigens nicht gut, weil er hat in seinem Video wiederum gesagt, dass sie über Till Lindemann redet, aber sie redet über alles, nur nicht ihn. Weil er war nie, ja gar nicht weil da. Weil er nie anwesend ist, ist bei solchen Sachen, ja. Außer am Ende dann, wenn alle Mädels das durchlaufen sein sollen, die ganzen Auswahlverfahren. Er steht am Ende vom ganzen Laufband. Genau, das ist Flagge. Und wenn das Sperma das von Till die Gebärkanäle durchlaufen hat. Genau. Das ist schon zu lange her, tut mir leid. Ich habe kurz aus. Jetzt bin ich raus. Naja, weil der immer ohne Kondom gemacht hat. Echt? Dachte ich auch, ja. Gibt auch einen Song, der also so heißt es im Volksmund. Ich weiß natürlich nichts und Till ist unschuldig. Es gibt einen Song, der heißt Ohne Kondom von Rammstein. Hm. Ohne Kondom. Aber wenn er ohne Kondom mit sehr vielen Frauen schläft, wem schadet er denn dann? Ist das als auch doch scheiße für ihn, oder nicht? Auch. Vielleicht hat er also so einen Weihnachtsbaum kann. Mittlerweile zwischen den Beinen. Ein Weihnachtsbaum? Also leuchtet in vielen bunten Farben, weil... Oh. Ich weiß ja nicht, wie Geschlechtskrankheiten aussehen, aber to the air learned. Weihnachtsbaum also. Können sie verschieden äußern. Auf jeden Fall riecht es eklig. Wegen Laufband, gerade weil Flake der Keyboard immer auf Laufband läuft auf Konzerten. Der ist am Keyboard und läuft immer und ja. Das ist ja total schlau. Ja, finde ich witzig. Ist auch der schlankeste in der Band. Ist egal. Ich habe noch ein Thema und zwar die letzte Generation, denn die haben jetzt umgeschwenkt, die haben jetzt nämlich neue Methoden. Die wollen jetzt nämlich mehr gegen die Reichen gehen und hier halte ich gerade ein Bild ins Mikrofon, damit das auch hören können. Hat er wirklich gemacht. Die letzte Generation hat halt Privatflugzeuge mit orangener Farbe besprüht. Mhm. Das ist Jod, da wird gleich operiert. Ah, okay. Genau. Jedenfalls wollen die jetzt ihr Programm so ein bisschen ändern und wollen halt als Reiche mehr ärgern. Programm finde ich schlau wäre. Ich denke immer so, es gab ja, da gibt es auch dieses SUV anzünden und so. Weiß nicht, das machen die wahrscheinlich nicht. Ich habe es jetzt nur im selben Atemzug erwähnt. Was ich zum Beispiel jetzt blöd fände, weil mein Opa brauchte das halt, weil dann kleine Autos nicht reinkam. Deshalb ist SUV nicht de facto so, ne? Aber ich glaube, das Problem tritt bei Privatjets nicht auf. Es war ja auch schon mal irgendwelchen G20-Gipfeln und so, ne? Wenn irgendwie die Antifa da irgendwie random irgendwelche Autos zerstört, da kann man sich natürlich die Frage stellen, ob es gerade sinnvoll ist. Also wenn überhaupt, dann kann man ja gezielt Autos anzünden und sagen, ey, das gehört gerade irgendwie einer Person, die scheiße ist, aber nicht von irgendeiner kleinen Familie, die das Auto halt notwendig hat. Das ist immer noch nicht klug, aber ist ja besser. Ne, es ist besser, das ist das, was ich sagen wollte. Ich würde es beobachten, wenn die letzte Generation von der Straße runtergeht und aufhört, das wählende Volk, sage ich mal, zu nerven, sondern nur wirklich, das wäre ja wahrscheinlich besser. Aber ich werde noch drüber nachdenken. Nee, ich glaube, es braucht schon diesen Arschtritt irgendwie und die Aufmerksamkeit. Ja, aber zum Beispiel sagt jemand wie Robert Habeck ja nicht zu Unrecht, dass tritt die Leute ja von einem Konsens für Klimawandel weg. Das ist immer die Argumentation. Das ist wie mit Regenbogenfahren, würden die auch die Leute nur abfacken und würde für mehr Abspaltung sorgen. Würde ich nicht zusammen. Der Otto-Normalbürger ist nicht gestört von einer Regenbogenfahne. Ach, aber er ist der Otto-Normalbürger. Ich rede nicht von deinen Pegida-Leuten, Mann. Nee, das ist ganz... Alter, das ist ganz normal. Oma Hilde von nebenan, die stürzt doch nicht an der Regenbogenfahne. Das ist irgendwie selbst wenn, dann ist das, weil die im Leben nichts mehr zu tun hat. 10% ja auch nie alle. Gelaber-Leute, mit denen du dich halt viel auseinandersetzt. Aber das ist doch nicht die breite Gesellschaft. Nee, es sind nie alle. Naja, es sind auch nicht viele. Es ist halt eine laute Minderheit. Ja. Aber es ist jeder normale Bürger davon gestört, wenn er nicht rechtzeitig auf Arbeit kommt. Auch wenn ich das halt dumm finde, sich da krass aufzuregen. Aber es ist halt jeder davon gestört. Ja. Auch nicht alle. Es gibt aber auch Menschen, die da saßen und meinten, ja, ich kann halt mal kurz warten. Ja, aber trotzdem finden die es nicht positiv. Ich will weiß nicht persönlich. Ich will nur sagen, wir müssen ja nicht über Leute reden, die schon grünen also die pro Klimawandel... Ach, scheiße. Wir ordnen nicht das ein, ohne zu beeinflussen. Ich bin dafür. Also Leute, die sagen, Klimaschutz ist super wichtig, wir haben ein Riesenproblem, die brauchen wir nicht mehr abholen, die haben wir ja schon und die warten. Aber wir müssen ja die Leute auf diese Seite kriegen, die es noch nicht so finden. Und das sind genau die, die sich im Stau tierisch aufregen. Das sind vielleicht auch die, die mit dem Düsenjet rumfliegen, aber es sind so wenig.
Ich finde, das setzt halt A ein Signal und B trifft nicht die Falschen. Das ist jetzt mein erster. Ich glaube, es ist ja allgemein, dass auch so Privatjets und so und Kreuzfahrten sind ja so das Riesenproblem, als irgendwie, wenn jetzt der einzelne Mensch da mit einem SUV zum Biomarkt fährt. Das geht ja um die Reichen. Wenn die jetzt mit 100 Mann so ein Kreuzfahrtschiff komplett orange anmalen, meinst du nicht, dass das auch pressemäßig wertvoll ist? Wäre auch cool, aber sehr schön umzusetzen, glaube ich. Also Kreuzfahrtschiff ist doch, also da jeder normale Mensch, der das halt diesen Service halt nicht nutzt, geht doch mit, dass das Quatsch ist. Ja. Also das braucht ja wirklich keiner. Hm. Beim Flugzeug kann man sagen, es ist halt eine schnelle Möglichkeit zu verbinden. Ja, ein Linienflug. Aber Privatjet, wer braucht? Ja, natürlich, Privatjet braucht auch keiner, klar. Ja. Ich meine nur, also ein Kreuzfahrtschiff, ja, das, hm. also ja. wer findet das denn geil? Also außer ja. halt die Rentner, die vielleicht nicht mehr viel laufen können oder weiß ich nicht, warum das gerade für diese Gruppe so attraktiv ist, so eine Kreuzfahrt zu machen. Ich finde das so wack. Verstehe ich auch nicht. Ja. Wenn die jetzt noch anfangen, Massentierhaltungshöfe orange zu färben, ich glaube, dann ist das Signal auf der richtigen Seite, weil wir haben ja... Russland mal orange einfärben. Okay. Da ging auch gerade so ein Foto viral vom Roten Platz in Moskau, wo der Kreml steht, das überflutet war irgendwie. Ne? So als Gegenzeichen, stellt euch mal vor, es würde euch passieren. Auch viele meinten, ja, aber damit Menschenleben aufs Spiel zu setzen, nur um den Roten Platz zu fluten, wo auch viele geschrieben haben, darum geht es gerade gar nicht, es geht nur gerade darum, das Bild umzudrehen, weil ja gerade Russland, also sagt man zumindest, in der Ukraine diesen Staudamm gesprengt hat und jetzt ganz viel Natur zerstört worden ist, ganz viele Häuser und Menschenleben aufs Spiel gesetzt worden sind und auch so ein Kernkraftwerk wohl gerade Probleme damit hat, weil die halt nicht genug Kühlwasser haben dafür. Also was ich gelesen habe, ist entspannt. Also die meisten Reaktoren seien wohl aus und der letzte wird jetzt auch ausgeschalten. Das sei wohl alles in Ordnung. Witzigerweise ist ja die Flussseite links des Dnipro, also die russisch besetzte Seite, viel mehr von dem Hochwasser betroffen. Wenngleich das ja immer noch Ukraine ist. Mhm. Und wer gewesen, ne? Würde der Kölner sagen, würde er nicht, aber... Public Service Announcement, Leute. Es scheint die Sonne sehr warm. Vergesst nicht eure Sonnencreme. Stimmt. So ein Kreml. Ja. Ja, Tino hat Creme gesagt, da muss ich das jetzt noch aufgreifen. Ja. Okay. Eine letzte Sache wollte ich aufgreifen, dass so eine UFO-Sache irgendwie passiert ist. Ich würde viel lieber über diesen Staudamm reden. Kannst du auch machen, aber die Zeit ist auch langsam rum. Ja, wir haben unendlich Zeit, wir sind nicht mehr öffentlich-rechtlich. Wir sind dann aber auf dem Weg zu einem Geburtstag. Ja, aber der fängt vielleicht irgendwie auch Marsmörs an. Nee, nicht. So Leute, jetzt habt ihr mal live so einen Nosterer Streit miterlebt. Ein handfester Streit hier. Hier fliegen die Fäuste. Ich löse diesen Kanal jetzt hier auf. UFO, ja? Gehen wir dann auf UFOs Geburtstag? Ja, machen wir. Intelligence officials say US has retrieved craft of non-human origin. Also kein unbekanntes Flugobjekt, was ja alles sein könnte, wie zum Beispiel ein Wetterballon, sondern ein craft von non-human origin. Also Aliens. Nicht männliche. Who knows? Ja, es ist irgendwie noch nicht so ganz klar. Da ist ein Blatt vom Baum gefallen. Ja. Das ist mir unbekannt. Ich habe mich leider nicht genug reingelesen. Ich wollte es nochmal erwähnen. Nächste Woche weiß ich mehr. Ja, aber ich habe eine Familie. Hat das ist ein großes Ding. Aber eine Familie behauptet wohl, Aliens gesehen zu haben und so halt so ein UFO. Ja. Das ist neu. Das haben wir noch nicht. Das hatten wir noch nie. Müssen wir nachreichen nächste Woche. Wir sind schon drüber, also gerade an der Grenze der Zeit. Ja, was geht mit der Woche? Also ich finde, der Staudamm, der war schon ganz nice. Für den Staudamm gebe ich eine 8. Er war nicht nice, aber er war groß auf jeden Fall. War ein großes Thema. Ja, ich gucke mir ja viel so Ukraine-Sachen an. Also da wird es langsam wieder ein bisschen mehr, so Richtung... Da bubbert es. Das war jetzt sehr lange so ein bisschen wenig. Aber ich glaube, da bubbert es jetzt wieder. Die geben sich wieder richtig Mühe. Wir hatten lange keine große zerstörte Infrastruktur. Also diese Kertschbrücke und der Gaspipeline ist schon wieder lange her. Jetzt haben wir den Staudamm. Kertsch. Ne? Und jetzt gibt es endlich mal wieder ein bisschen... Ja. Kambi-Zambi. Aber ich gebe eine 7, glaube ich. Ja, ich gebe mir auf jeden Fall eine 7,5. Ja, ich auch eher 7,5 tatsächlich. Ich glaube, okay. Was gibst du? Ich passe mich dem an. Nee, sag doch mal, was gibst du der Woche? Sag doch mal. 7. Ich gebe 7. Na, sind wir bei 7,25. Gerne. Tja. Wir haben noch die Playlist, die Brennholz und ja, und da kommt nämlich von mir ein richtig guter Song rein. Also ich würde gar nicht sagen, der ist richtig gut, sondern der hat mich einfach auf kaltem Fuße erwischt. Und zwar wurde mir aus irgendeinem Grund Max Rabe empfohlen. Oh, ja, der hat einen neuen Song raus, ne? Und zwar heißt der Strom. Ja. Und ich weiß nicht, was es ist, aber letzte Woche habe ich gesagt, in der deutschen Musik ist zu viel Menschenleben, Tanzen, Welt, bla bla. Und wir brauchen wieder richtiges Blabla, so belangloses Blabla wie Neue Deutsche Welle.
Und das geht in diese Richtung. Also er singt halt über ein Stromfahrzeug, aber halt in irgendwie so einer Form, dass die so belanglos ist. Ich möchte kurz reingrätschen. Ja. Ich glaube, du hast letzte Woche gesagt, es gibt so viel Blabla und wir brauchen die 80er wieder. Und als Negativbeispiel für aktuelle Musik hast du den Song Ohne dich. Ohne dich komme ich heute. Oh, der ist großartig. Und der ist aus den 80ern. Nee, den meine ich auch nicht. Doch, den meinst du. Nein, ich habe den gar nicht gesungen. Ich meine von Bosse, Ohne dich schlafe ich nicht ein. Ich lasse für dich ein Licht an. Das ist eine andere. Ich weiß, was du meinst, aber den meine ich nicht. Ohne dich darf ich nicht. Gibt es zwei, die so sind? Ja. Aber jetzt habe ich nicht. Das für dich ist nicht dann. Ja, das ist ja nochmal ein anderer. Ja, das ist doch nicht von Bosse. Nee, aber es fängt so ähnlich wieder, ne, vom Inhalt her. Schwitz. Was ich fragen wollte, wo ist meine Mama? Gibt's ich warte auf dich von Bosse. Gibt es? Ich möchte, wo ist meine Mama? Oh, das ist natürlich auch ein... Was? Wo ist meine Mama? Ja. Von wem ist das? Hier. Ach, Thierry, in meinem Flur brennt immer ein Licht für dich. Ohne dich penne ich nicht ein, ohne dich penne ich nicht ein. Manchmal hoffe ich, ach, halt's Maul. Ach so. Weißt du, das hier, okay. Guck mal. Das ist so eine Ente. Ja. Rein damit. Alter, okay. Geil. Doch, das ist ein Banger-Song. Hat Stressi auch einen Song für die Playlist, der relevant für die Woche ist? Oder auch nicht? Hast du Max Rabe jetzt drin? Ja, habe ich drin. Ich möchte dieses Lied nicht zu hoch loben. Ja, nicht, dass das rüberkommt, als wäre ich jetzt Fanboy, aber es wurde mir empfohlen, ohne dass ich Ahnung habe, ich gebe dir Zeit zum Überlegen. Danke. Ohne dass ich Ahnung habe, wie das passiert ist, dass mir Max Rabe reingespielt wird und ich klicke da drauf und denke mir, das ist diese Art von Nonsens, die ich mehr brauche in der Popmusik. Übrigens, ganz kurz nochmal zu blenden, ich habe ja früher mal Songs von R.I.B. und D.V.S.T. Die haben sich jetzt aufgetrennt in R.I.B. und D.V.S.T. Das heißt, zwei verschiedene Kanäle, das heißt, die Lieder gibt es jetzt nicht mehr. Die bitte nochmal separat neu einfügen, okay? Mhm. Dankeschön. Tino macht das schon. Danke, bin ich mir sicher. Gerne. Gut, ist ja selber. Und Jessi? Ja, ich überlege, ob... Rammstein? Das sowieso. Ich hänge gerade ein bisschen zwischen zwei Liedern. Ich bin im Überlegen, ob hier der Biden-Song von Bo Burnham A schon drin ist und B, ob er schon thematisch passt oder... Der ist noch nicht drin. Ach so, es passt alles. Immer rein. Wie heißt der Song von Bo Burnham? Lass den wirklich mal Biden heißen. Beiden. Ja, gibt's einen Song, der so heißt. Ah, Cola. Hört ihr das auch? Hab ich reingemacht, perfekt. Und ich hab auch noch einen Song, und zwar von einer jungen Rapperin aus, hier ist am Apple! Das war auch mein erster Gedanke, geil. Aus der Umgebung, oh Gott, wo ist es denn? Brennholz, hier ist es. Und zwar heißt die Person Hazel, kommt ja aus der Umgebung, und ich tue den Song Konfetti-Revolution rein, eine junge Rapperin, gefällt mir sehr gut. Also Max Rabe, dann Thierry Lee Kinderlieder, Bo Burnham und Hazel. Hammer. Viel Spaß beim Kinder. Ein buntes Potpourri. Leute, wascht euch. Wascht euch, rettet die Wale und bitte habt Sex mit Konsens. Oder habt keinen Sex mit Konsens. Und meldet euch bei uns, wenn Bela euch mal vergewaltigt hat. Ja, das wird mir wirklich, gerne wissen. Das ist so unwahrscheinlich. Aber es könnte genau so passieren. Ja. Es könnte ja sein. Wir kennen ihn ja nicht persönlich. Ach, das ist ein anständiger... Ja, aber das glauben wir ja. Auch nur, weil wir ihn nur so kennen, wie er sich gibt. Der hatte schon auch immer diesen Bad Boy Vibe. Das kann schon sein, dass aber der hatte ja auch genug die... Aber ich glaube, die müssen halt nicht auf K.O. getroffen sein. Ja. Da bin ich fast seine ganze, aber ist das consensual, wenn Bela mit seiner Ausstrahlung die schon quasi wirre macht? Ne? Ist klar. Ich bin fast froh, dass Falco tot ist, der nicht mehr so einen Scheiß von sich geben kann. Der war auf jeden Fall einigermaßen in Ordnung. Vor allem, dass Genie tot ist, sonst würde die ja hier Vorwürfe erheben. Genie lebt, haben wir in Coming Home gemerkt. Na gut. In Teil 2. Das habe ich nicht so genau gehört. Auf Wiedersehen, Leute. Die Musik ist